Wir machen weiter mit dieser weltbewegenden und außerordentlich anspruchsvollen Aufgabe dessen, seinen Besitz zu packen, wenn einmal ein Umzug bevorsteht. Eine sehr, sehr aufwühlende, seelisch belastende Aufgabe. That's not true at all, but it sounded good. Wir sind immer noch bei Dramen. Und wie ich vermutet habe, werde ich hier keine einzige DVD von aussortieren. Falling Down, ich liebe diesen Film. Der Mann ohne Vergangenheit, Cowboys Winky. Was haben wir denn hier alles jetzt? Ich quer durch alle Länder und eigentlich DVDs, die ins Autorenkinofach gehören hier. Pedro Almodovar. Nafig. A Most Wanted Man. Geil, da komme ich als Komparse drin vor. Gedreht in Hamburg. Einer meiner Lieblingsfilme, Titus Andronicus von Julie Taymor, eine der wenigen weiblichen Regisseurinnen, die große Hollywood-Filme gemacht hat. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, jetzt irgendwas auszusortieren, damit das nicht die einzige DVD bleibt, die ich aussortiere zum Verschenken. Okay, wir kommen zu Action, Horror, Science Fiction, Fantasy. Das ist doch viel mehr euer Ding. Dieses Licht ist so undankbar, alter Schwede. 28 Days Later, Danny Boyle. Okay, das könnte ich aussortieren. Ja, wozu? Den habe ich nicht mal geguckt. Eileen, Life and Death of a Serial Killer. Die wahre Story zum Erfolgsfilm Monster. Schockierend und bewegend. Ich sag's ja, ich habe mich für Serienmörder interessiert. Und dann haben wir hier auch noch eine Frau. Boah, jetzt kriege ich derbe Bock, den zu sehen, ne? Im Jahre 2012 Blum will die Dokumentation Eileen One is the Selling of a Serial Killer. Auch viele Jahre danach ließ ihn dieser Fall nicht los. Er gewährt uns einen tiefen Blick in das zerstörte Leben einer Frau, die 7 Männer tötete. Eileen Warners wurde am 9. Oktober 2002 im Staat Florida hingerichtet. Sie gilt als die erste Serienmörderin Amerikas. Das bezweifle ich. Die erste, von der man wusste vielleicht. Ja, okay. Ich könnte den weggeben, aber ich gucke mir vorher an. 90 Minuten. Oh Gott, das weh. Ich muss ins Bett, ich bin krank. Aber ich sortiere die DVDs aus. Was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Life? Was ist das nur für ein Life and Death? Of a Serial Killer. Okay, einen aussortiert, aber vorher noch gucken. Captain Cosmotic mit einer Originalunterschrift von Thilo Gose-Johann. Ist ein bisschen weggewichst, wischt. Entschuldigung. Crime Wave, die Killerakademie von Kultregisseur Sam Raimi. Ich muss den echt nicht behalten, ne? Aber ich kann ihn auch nicht weggeben. Es geht einfach nicht. Es tut mir leid. Okay, das ist kein gutes Beispielvideo für wie man aufräumen oder aussortieren sollte. Das wird mir jetzt klar. Kinder, nehmt euch kein Beispiel an mir. Padre. El Día de la Bestia von... Quiero confesarme. Dem Regisseur von Perdido Durango, Alex de la Iglesia. Dime lo que has hecho, hijo. Länge 129 Minuten. Nur Deutsch, Tonformat. Das ist irgendeine Billo-Version, weg damit. Halt, stopp! Ina, du blöder Idiot. Ein kleiner Gruß aus deiner Zukunft, in der du plötzlich feststellst, dass der Film, den du da aussortiert hast, die Version von Dune ist von David Lynch von 1984. Und das ist zwar nicht die beste DVD-Edition, die es gibt, but don't judge a DVD by its cover. Normalerweise trifft es zu, dass wenn das Layout und die Packung so trashig aussieht, dass es dann irgend so ein B- oder C-Movie ist. Und jetzt finde ich plötzlich raus, dass es der Film von David Lynch und weiteren
Laurentius Whitlock. Da würde ich mal sagen, hast du ein bisschen verkackt. Aussortiert. Ich habe schon 3 von 100. Duell, der erste Film von Steven Spielberg. Behaltibus. Eraserhead, der erste Film von David Lynch. Behaltibus.